Good morning, guys, and I hope you are doing well. Now we are going to start with our last revision for the last quarter. So, we are going to start with the first question, which is Wähle die richtige Antwort aus. Choose the correct answer. So, starting with question number one. Das Kleid steht sehr gut. Dir oder dich? Die richtige Antwort ist dir. Aber warum dir? So, we know that there are two options to make the dative form. We have some verbs which makes dative, and this one we had learned. And second option is to have prepositions, die Präpositionen. So here we have the verb stehen. Stehen in this sentence will make the dative form. Das Kleid steht dir sehr gut. This dress fits you so much. Number two, wie gefällt die Stadt? Here we have pronomen sie, and pronomen sie will be changed in dative form to be Ihnen mit capital letter, capital Buchstaben. Number 3, gehen wir zu oder zu was? Dir und mir. So here you and me, you, sorry, du und ich. Du will be dir und ich will be mir. So here we have a question. Why? We don't have here, we have the verb gehen, so why we change the pronomen to be in dative form? The answer is, there are preposition zu. And we know, as we told, that there are two ways, the preposition and some specific verbs which make dative form. Number 4, bitte schicken Sie alle Informationen. Wir. So before to look at the answers, we know that wir in dative form change always to be uns. So why here this sentence will be dative? Because of the verb schicken. Schicken makes dative form. So uns. Number 5. Bei ihr oder ihnen fühle ich mich immer sehr wohl. Die Freunde, also die Freunde, die sind Plural und mit Pronomen. We need Pronomen, this pronoun. Ihnen, ihnen for sie Plural. Number 6. Ich schicke, which pronoun we need here? Du, okay. Ich schicke dir morgen das Paket. I will send it to you tomorrow. So, you here will be dir. So, here why? Because of the verb schicken. Schicken which means to send something. Number 7. Er schenkt. We need here pronoun sie, oft Blumen. He sends to her often, sorry, not always, often flowers. So what means her in dative is ihr. And this one, this sentence will make dative because of the verb schenken, verb schenken. Number 8. Fragen Sie ihn bitte. So here we will stop. Er in dative form is ihm. But why here ihn? Because this sentence is totally different. It's not dative but accusative. Because of the verb fragen is doesn't make dative but makes accusative form.
So fragen Sie ihn bitte. Schmeckt euch der Wein? Verb schmecken means to taste the wine. Okay. So schmecken makes dative form and ihr will be changed to be euch in dative form. In this questions we need to answer if this one is dative or nominative or accusative, which has underline. Rot captions: Mutter gibt ihm einen Korb für die Großmutter. Ihm? Yes, for sure it's dative, and this one refers to the pronoun es und ihm, but here in this sentence will refer to er. Number 11. Die Großmutter ist krank, aber warum braucht sie Wein und Brot? Wein ist nicht besonders gesund. Sie? Okay, refers to the Großmutter. Und hier in the sentence ist Nominativ. Aber warum braucht sie? Also sie braucht Wein. Also sie ist Nominativ hier im Satz. Das kleine Mädchen geht spazieren und der Wolf sieht es auf dem Pfad. Das kleine Mädchen geht spazieren und der Wolf sieht es. Der Wolf ist der Nominativ hier, sieht ist das Verb und es hier ist der Akkusativ und es in Akkusativ is not going to be changed. So this is why is the same. 13. Rotkäppchen sollte mit ihm nicht plaudern, Schatz, aber der Wolf ist sehr charmant. Also mit ihm, this one refers to er, and this er change always to be ihm. Also Dativ hier. Number 14. Natürlich, weil ein Märchen mehr dramatische Spannung braucht. Der Wolf muss deshalb warten, obwohl das für ihn sehr schwierig ist. Also ihn here is refers to the pronoun er, der Wolf, und er changed to be in Akkusativ. So what, how it looks like in dative form? Yes, ihm, but here in, so this one is accusative and not dative. Er läuft schnell zum Haus der alten Großmutter und frisst sie. So sie refers to Großmutter. Okay, but sie is not going to be changed in for sure nominative is this basic one. In accusative is not going to be changed, and in dative change to be ihr. So here it didn't change, so it means that it's accusative form. Number 16. Er hat keine Moral. Naja, er ist doch ein Wolf. Hier ist einfach und klar, dass er ein Nominativ ist. Nummer 17. Als Rotkäppchen ankommt, erkennt es den Wolf nicht und traut ihm ohne Zögern. Ihm hier ist auch einfach, dass ein Dativ ist. Ihm. Okay, Nummer 18. Gott sei Dank kommt der Jäger und hilft ihnen,
Er schneidet sie aus dem Bauch des Wolfs. Gott sei Dank kommt Erleger und hilft ihnen. Okay, hier ihnen refers to the sorry, dative and not accusative, because this is how to be changed in dative form with it. Okay. Nummer 19. Sie füllten den Magen des Wolfs mit Steinen und der Magen tat ihm weh. Als er Wasser trinken wollte, fiel er den Bach hinein und versank. Und ihm ist auch einfach, dass ein Dativ ist. Dativ. Okay, and now we are going to speak about important grammar topic, what we had in our sessions, and this one is about je and umso and je and desto, which means as more, more and more. So if you will do this one, like this one more, so you will get this one more, as less. So in this one, the meaning depends always of the amount or the meaning of the adjectives in the sentence. So let's look for the first one for this topic, but number 20 in our sheet. Yeah, so here, zwischen zwei Klammer gibt's ein Adjektiv, ist klein, which means small. Je klein der Hund, umso wenig Auslauf braucht er. Okay, so here we need to compare as more, so here will be more too. So we need here in this sentence the second level of comparative von adjective. Je kleiner, umso weniger. Zweite Trippe. Okay. Nummer 21. Je schneller du fährst, desto gefährlicher ist es für dich. As more you will drive fast, as more you will be more in danger. So, number 22. Je groß die Aufgabe, desto schwierig ist die Umsetzung. So here is going to be je größer, desto schwieriger. The second level of the adjective. Hier zwischen zwei Klammern, hier gibt es auch die Adjektiv gut und hier Gefühl. Okay. Je der Lohn, desto die Geldbörse. Okay, je besser, desto gefühlter. Die zweite hier. Okay, so if you will ask me why here, this one is not the right answer, because the second level from the adjective from gut is besser und nicht guter. Es gibt kein guter hier von adjective. Number 24. Je unerwartet die Überraschung, umso groß die Freude. Hier auch das gleiche, je unerwarteter, umso größer. 25. Je schneller du arbeitest, desto früher kannst du nach Hause. So this one means as fast you are working, like if you are working more fast, so you will go to home more early. So,
Number 26, ich werde meinen Abschluss machen. And here we are going to speak about the verb werden, which we are using always for the future. And we need with this verb in the end of the sentence another verb in the infinitive form. So let's look. Ich werde meinen Abschluss machen, which means I will do it. So you need the verb here in the infinitive form. So it's even like in English, when you use a verb will, you need always the verb in infinitive form. So second example here, and number 27, ich werde zum Arzt gehe oder gehen. Ja, gehen, we need the verb in the infinitive form because here is werden. Ich, so here we have in the end sentence this main verb in the infinitive form, and we need the verb werden. Konjugiert this verb von werden mit ich hier. Also ich werde nächstes Jahr meinen Abschluss machen. Mama 29, wir werden im August auf eine Hochzeit nach Griechenland fahren und ich bleibe. Wir brauchen hier infinitiv Form. Am Montag werde ich zum Arzt gehen und nicht schlafen. Gehen und schlafen. Here both of them can be in grammatical because both of them in infinitive form, but the meaning here is good. We are not going to sleep to the doctor. No, we are going to the doctor, so we need verb go, which means gehen. On Monday I will go to doctor. Number 31, so here yes we need the verb werden. When you get this verb werden mit pronomen du, wirst du mir helfen, will you help me. So number 32, also we need verb werden for making the question. Werden Sie mich befördern? Werden Sie mich befördern? Werden with the and not werde. Number 33, werde ich die Prüfung schaffen? Will I do this exam? I will success in this exam. Yes, so here we need the verb werden with ich, will be werde, and verst is with du, so not with ich. Number 34, wir wollten eine neue Wohnung kaufen, schlafen und gehen. Okay, here this wollten means I wanted, so it's in preteritum form von Modalverb. Wir wollten eine Wohnung hier kaufen und nicht schlafen und nicht gehen. Meine Kinder wollten in den Club. My kids wanted to buy, schlafen or gehen. So gehen. Meine Kinder wollten in den Club gehen. Number 36, Tom studiert in Berlin, er will ein Zimmer mieten. Because he studies in Berlin, so he wants to rent a room. Number 37, die Pizza war sehr gut. Wollten, will, sorry. Yeah, so sollte so. Dann ist okay. Die Pizza war sehr gut. Aha, wollten Sie noch mehr? Wanted you more? Did you want more? So, because here, first, the question is, sorry, the answer was that the pizza was very good. So it was here in preteritum form. So also when you are going to ask, you need to ask in the preteritum form because something is already
Happened or not? Wann kaufst du ein? Ich will jetzt kaufe ein oder einkaufe oder einkaufen. Yes, einkaufen. We need the verb in infinitive because of the modal verb will. Number 40. Ich will Wasser trinken, schlafen oder laufen. Ja, ich will Wasser trinken. I want to drink water. Heute habe ich viel zu tun. Am Vormittag gehe ich. Supermarket zum oder zur. So. Okay, heute habe ich viel zu tun. Am Vormittag gehe ich zum oder zur Supermarket und kaufe ich ein. What does it mean? Means today I have a lot to do. In the morning I will go to supermarket and shopping food. So here we need the preposition zu plus Artikel. Supermarket hat Artikel der und zu plus dem makes zum. Und hier Nummer 42. Dann gehe ich zur oder zum Post. Welcher Artikel hat Post? Post hat die Artikel die. Dann gehe ich zu der Post, because zu change the Artikel die to be der. Und zu plus der zusammen will be this zur. Nummer 43. Danach fahre ich zum Bank oder zur Bank. Danach fahre ich zur Bank. Zu der Bank, also dann zur. Später gehe ich zum oder zur Universität und besuche eine Vorlesung. What means Universität? Means university. And which article it has? It has the article D. And it's the same like post is going to be changed to be there. Zu plus der will be zur. Number 45. Nach der Uni fahre ich zum oder zur Bahnhof und kaufe zwei Tickets zum, because with the article der und das going to be changed to be dem. So zu plus dem is zum. Thank you guys for watching. I hope you are doing fine and